Brandt. Ich möchte Sie wieder im Namen des Wiesenthal-Instituts recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Meine Aufgabe ist, Sie wirklich nur zu begrüßen. Ich bin also ganz kurz. Ich wollte Sie auch mit dem Programmablauf informieren. Wir werden mit einem Musikstück anfangen. Das ist ein bisschen schon Tradition geworden, im Wiener Wiesenthal-Institut Buchpräsentation mit einem Musikprogramm begleiten zu lassen. Und wir werden damit auch aufhören. Deshalb übergebe ich auch sozusagen gleich das Podium der Musik, wie gesagt, und dann nach der Musik machen wir das Gespräch und zum Abschluss des Abends kommt dann wieder ein Musikstück. Karl Amadeus Hartmann, 27. April 1945, den ersten Satz bewegt, spielt Ilse von Tokio.
Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind heute Abend. Ich bin die Marianne Genigl vom Profil und werde mich sehr zurückhalten, will nur vermitteln ein bisschen zwischen den zwei Rednern hier am Podium, die beide auf ihrem Gebiet wirkliche Fachleute sind. Zuerst darf ich den Professor Bertram Perz, Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien, vorstellen, der sich neben vielen anderen auch mit dem Ghetto in Lodz ausführlich beschäftigt hat. Und zu meiner Linken den Autor, der uns heute sein Buch vorstellen wird, Herrn Fenske. Er hat ein Buch geschrieben mit dem fast prosaischen Titel »Sein Schatten, meine Bilder – Eine Spurensuche«. Die Spurensuche geht nach seinem Vater. Sein Vater war Oberbürgermeister während des Nationalsozialismus in Lodz in Polen. Herr Fenske selbst ist dort geboren, 1944. Und sein Vater war auch für die Verwaltung, Sie werden uns mehr sagen, des Ghettos in Lodz verantwortlich, das, soweit ich informiert bin, das am längsten bestehende gewesen ist und auch ein sehr großes Ghetto gewesen ist, in dem jüdische Menschen zusammengepfercht worden sind, arbeiten mussten, von wo sie deportiert worden sind, in die Gaswegen zum Teil, wo aber auch direkt sehr viele Menschen gestorben sind. 45.000 Menschen sind in diesen 4 Jahren von 1940 bis 1944, wo das Ghetto bestanden hat, gestorben. Das sind ungefähr im Schnitt 30 pro Tag. Herr Fenske, Sie sind jetzt 67 Jahre alt. Es gibt viele Bücher, auch von Kindern, von ehemaligen Nationalsozialisten. Warum kommt Ihr Buch jetzt, was ein bisschen spät ist, aber das muss ja noch nichts heißen? Naja, es ist eine lange Geschichte und ich glaube, die Kinder der Täter, die zweite Generation, wie man allgemein ausdrückt, für diesen Bereich haben, jede Geschichte ist eine einzelne Geschichte und verbindet das gleiche Thema, natürlich. Aber es ist erstens, jede Familiengeschichte ist anders und auch der Umgang mit dieser Geschichte ist anders. Es richtet sich nach den tatsächlichen Biografien dieser Menschen. Und wir hatten eine sehr spezielle Biografie, weil es eben nicht so war, dass ich als Kind überhaupt mit diesen Dingen in diesem Maße konfrontiert worden ist. Mein Vater hatte die amtliche Bezeichnung Oberbürgermeister und später erst, der Begriff Oberbürgermeister ist ja ein sehr ziviler Begriff, sodass man als Kind auch noch vielleicht stolz sein kann oder aha, mein Vater ist also Chef einer großen Verwaltung. Ich wusste über die Kenntnis waren auch noch sehr, sehr gering. Es war ausgesprochen wenig Kenntnis. Auch in der frühen Bundesrepublik kannten die Menschen die Stadt, die polnische Stadt Lodz, die immerhin zeitweise die zweitgrößte Stadt in Polen war. Heute ist, glaube ich, die drittgrößte Stadt von der Einwohnerzahl her gemessen. Kannten die Stadt eigentlich nur von dem Song Theo, wir fahren nach Lodz. Und das war eigentlich das Einzige, was man über die Stadt wusste. Lange, lange Jahre hinaus und eigentlich hat es erst begonnen 1990. Aber da kommen wir noch dazu. Kommen wir. Nur ganz kurz zur Einleitung, bevor ich dann bitte den Professor Perz, uns über das Ghetto zu erzählen. Seine Schatten, meine Bilder. Was ist denn so ein Schatten, der von Ihrem Vater, Ihr Vater ist 2004 verstorben, der von Ihrem Vater auf Sie gefallen ist und was ist ein Bild, das Sie dem gegenübersetzen? Also ein Schatten kann sehr vielfältig sein. Es ist nicht nur ein Schatten, sondern ich komme dann letztendlich zu einem Schluss, dass ich sage, ich hatte zwei Väter. Also ich kann auch sagen, ich hatte zwei Schattenbilder meines Vaters. Das sind die Schatten, die ein Mensch hinterlässt als Schattenbild. Und das andere ist eben, da bekomme ich dann auf meine eigenen Eindrücke zu meine Bilder vom Vater. Also er hinterlässt Schatten, Spuren
Und ich selber habe auch meine Bilder. Und diese Bilder, es ist nicht nur ein Bild, weil ich zwei Väter eigentlich hatte. Ich kann nicht sagen, mein Vater war dieser und jener Mensch. Ich hatte verschiedene Bilder, die sich erst im Laufe der Zeit entwickelt haben. Das Spannende ist ja auch, für uns als Beobachter jetzt Ihrer Spurensuche, die wir heute ein Stück mit Ihnen gehen, dass Sie Ihren Vater sehr geliebt haben. Und auch noch geliebt, als Sie langsam begonnen haben zu erfahren, wofür er eigentlich verantwortlich war? Nein, es war dann schon eine innere Entfremdung. Die fand aber, das hat lange Jahre gedauert, das sind keine kurzen Abschnitte, sondern das sind einfach, wenn die emotionale Bindung stark ist, und die war bei uns sehr stark, dann dauert es oft viele, viele Jahre, bis man eigentlich einen entsprechenden Schritt für sich selber auch schafft, und indem man sagt, also eigentlich, das kann nicht mehr mein Vater sein. Dann kam die Erkenntnis, dass ich zwei Väter habe, aber die kam sehr spät. Wir werden dann noch mehr hören. Bertrand, das Ghetto in Lodz ist für Österreich zum einen immer noch sehr weit weg. Was sich dort abgespielt hat, hat mit uns hier relativ wenig zu tun, meinen wir. Es sind aber natürlich auch sehr viele Transporte aus Österreich nach Lodz gegangen. Wie würdest du kurz den heutigen Kenntnisstand und wissenschaftlichen Erkenntnisstand über dieses riesige Ghetto beschreiben? Ja, das Stichwort Bezug zu Wien, der ist natürlich sozusagen quasi aufgelegt. Also am 3.11.1941, also auf den Tag genau heute vor 70 Jahren, ist der letzte Transport aus Wien, der nach Lodz gegangen ist, dort angekommen, also genau am 3. Insgesamt 5000 Juden und Jüdinnen aus Wien, davor schon 5000 burgenländische Roma. Insgesamt 20.000 sogenannte Westjuden, wie sie von den Nazis bezeichnet wurden, die nach Lodz deportiert wurden. Also wir haben den Bezug, und wir haben einen zweiten Bezug, der sich mit meiner Lodzarbeit gemeinsam mit dem Kollegen Florian Freund und Karl Stubfahrer verbunden hat. In den 90er Jahren sind Farbdias in Wien aufgetaucht aus dem Ghetto Lodz, und damals war die Frage, woher stammten diese Dias, wer hat sie aufgenommen, und da hat sich herausgestellt, dass es ein Salzburger war, der Finanzleiter der deutschen Ghettoverwaltung war und der quasi auch ein Hobbyfotograf war und gleichzeitig dienstlich für die Ghettoverwaltung fotografiert hat und sehr viel, also in Farbe noch dazu fotografiert hat. Das sind ganz wichtige Aufnahmen des Ghettos geworden, die heute in sehr vielen Büchern zu finden sind. Also wo sind die aufgetaucht? Ja, ganz interessant, in einem Antiquariat in Wien, im Antiquariat Löcke. Der wiederum hat es angeboten bekommen von einem Salzburger Altwarenhändler, Antiquar. Und das Interessante war, es hat sich dann in der Recherche herausgestellt, die Bilder waren bei jener Frau, die diesen Finanzleiter der Ghettoverwaltung, den Herrn Gennewein, gepflegt hat, wie er alt war. Er war Alkoholiker, wie er alt war. Und die Bilder sind bei ihr geblieben. Ihre Kinder haben dann in der Schule, da waren so Dias dabei, wo eben offensichtlich der Göring drauf war und andere, die haben dann das getauscht gegen irgendwelche anderen Dinge in der Schule. So sind einige Bilder verloren gegangen, aber viele sind eben an die 500 sind erhalten geblieben. Also das war unser Bezug zur Geschichte des Ghettos Lodz. Und das ganz Interessante, wie wir das gemacht haben, um 1990. Wir sind ja eigentlich über diese Dias auf dieses Thema gekommen, wir haben uns das nicht selbst gesucht. Zu diesem Zeitpunkt war Lodz in der historischen Forschung oder Lodz auf Polnisch eigentlich kein Thema und vor allen Dingen nicht die Geschichte des Ghettos. Das hat sich sehr geändert. Ich habe jetzt vor dem Hergehen noch geschaut, es gibt jetzt ungefähr einen Meter neue Literatur zur Geschichte des Ghettos. Es gibt die gesamte Ghetto-Chronik so und es gibt jede Menge Monographien. Also da hat sich sehr, sehr viel getan, während bis 1990 eigentlich das Ghetto in Lodz, das nach Warschau das größte NS-Ghetto war, eigentlich vollkommen im Schatten von Warschau stand. Das hat damit zu tun, dass in der innerjüdischen Debatte Lodz eher negativ behaftet war, weil in Warschau Aufstand, der Judenälteste begeht Selbstmord, wie er die Deportationen beginnen muss, während der Judenälteste in Lodz kollaboriert und
aber gleichzeitig das Ghetto bis 1944 so erhält. Also das sind dann schon die ambivalenten Geschichten. Aber das führt jetzt sehr weit. Ich will vielleicht ganz kurz sagen, um die Einordnung des Buches, das ich sehr faszinierend gefunden habe und wo ich dann gerne später noch etwas nachfragen würde. Ghetto in Lodz und warum ein Ghetto? Bekanntlich nach dem Überfall auf Polen wurde Polen dreigeteilt, in jenen Teil im Westen Polens, der an das Deutsche Reich angegliedert wurde, also die annektierten Gebiete Danzig-Westpreußen, der Reichsgau Wartheland und verschiedene andere, Oberschlesien und der Regierungsbezirk Zichenau und so weiter. Also der Westen wurde angegliedert, der östliche Teil wurde bekanntlich von der Sowjetunion besetzt nach dem Hitler-Stalin-Abkommen und der mittlere Teil wurde von Deutschland zu einem Art Nebenland umorganisiert, dem sogenannten Generalgouvernement. Von Anfang an war das Ziel der deutschen Besatzung Polens ja, Polen komplett als Nation auszulöschen, zu zerstören, die Kultur zu zerstören, die Wirtschaft sozusagen sich einzuverleiben, Bevölkerungspolitik unter rassistischen Vorzeichen zu machen. Das heißt, diejenigen Gebiete zunächst, die annektiert worden sind, komplett zu germanisieren. Germanisieren heißt sogenannte Volksdeutsche, also deutschsprachige Minderheiten, die man umsiedelt, dort anzusiedeln. Polnische Bevölkerung unter rassistischen Kriterien womöglich einzudeutschen und sonst zu vertreiben und die jüdische Bevölkerung jedenfalls zu vertreiben. Also es beginnt mit einem gigantischen sozusagen Bevölkerungsprogramm und Vertreibungsprogramm und das führt auch dazu, dass die antijüdischen Maßnahmen in diesem annektierten Gebiet von Anfang an äußerst radikal sein, sofort Kennzeichnungspflicht, alle Maßnahmen, die wir kennen, der wirtschaftlichen Beraubung etc. werden dort in kürzester Zeit durchgeführt. Was spielt die Stadt? Die Stadt Lodz liegt in diesem angegliederten Gebiet. Kurz zur Vorgeschichte der Stadt, und das ist wichtig, um zu verstehen, warum das eine wichtige Stadt war. Lodz lag vor der Gründung Polens nach 1918 sozusagen im zaristischen Reich, war nicht Teil des Deutschen Reiches gewesen und galt so etwas wie das Manchester des zaristischen Reiches als Textilzentrum. Eine Stadt mit dem, wer Antje Weider das gelobte Land einmal von Ihnen gesehen hat, kann das sehr schön nachvollziehen. Das ist eine Stadt, die in einem Jahrhundert von einem Dorf zu einer Großstadt expandiert ist, mit einer gigantischen sozusagen Textilindustrie, die eben bis zum Ersten Weltkrieg zumindest enorm sozusagen produziert hat. Danach gab es natürlich Krisenanfälligkeiten auch in der Zwischenkriegszeit. Und in dieser Stadt gab es eine Bevölkerung, die sind nach wenn man es nach ethnischen Kriterien dann ausdifferenziert, eine Mehrheit an polnischer, nichtjüdischer Bevölkerung hatte, etwa 30% jüdische Bevölkerung und wenige Prozente deutsche Bevölkerung, die sich als deutsch verstanden haben. Also es war eine gemischte Gesellschaft, die hier gelebt hat. Und das Programm der Nationalsozialisten war jetzt, erstens diese Stadt, weil es Industriezentrum war, mit einzugliedern in den Reichsgau-Wartheland und daraus eine deutsche Stadt zu machen. Und deutsche Stadt hieß, die Stadt zu germanisieren, komplett umzubauen, die jüdische Bevölkerung möglichst zu vertreiben. Die Vertreibungen, die man von Anfang an geplant hatte, konnten aber dann nicht durchgeführt werden, weil aufgrund sozusagen der chaotischen Verhältnisse diese Fluchtbewegung und Vertreibung produziert hat, die Vertreibung sehr schnell gestoppt werden musste. Also man konnte die Leute nicht alle ins Generalgouvernement abschieben, man hat dort dagegen protestiert und daher kam es dann zu einer Zwischenlösung. Was macht man mit den 230.000 Juden, die in Lodz gelebt haben? Nach der Flucht waren es noch 160.000. Man sperrt sie in einem Teil der Stadt ein, errichtet ein großes Ghetto. Lodz war auch sozusagen die erste Stadt, die ein Großghetto erhalten hat. Man hat hier einen Teil der Stadt gesucht, der besonders heruntergekommen war, meist keine Kanalisation hatte, also noch sehr unterentwickelt war, hat dort die Bevölkerung, die nicht jüdisch war, vertrieben und hat die Juden der Stadt alle im Anfang 1940 dorthin umgesiedelt. So beginnt diese Geschichte und ganz kurz vielleicht noch, also 160.000 werden dort eingesperrt. Es ist ja schon gesagt worden, ab 1941 ein hoher Prozentsatz im Vernichtungslager Chemno ermordet.
die 60.000, die 1944 noch am Leben waren, nach Auschwitz deportiert und auch dort nur wenige Überlebende. Und letztes Wort, der Vater von Herrn Wenzki, eben Oberbürgermeister, war als Bürgermeister, Oberbürgermeister für diese Ghettoverwaltung, die eine Magistratsabteilung war, sozusagen der oberste Verantwortliche in der Stadt und somit direkt in diese Politik involviert. Also so viel vielleicht ganz kurz zum Rahmen dieses Buches. In Wien hat ja einer der nicht sehr vielen Überlebenden des Ghettos lange gelebt, das war Leon Zehlmann. Und Leon Zehlmann hat genau mit dem, was du gesagt hast, immer gekämpft, dass man gesagt hat, ihr Juden, ihr habt euch dort nicht gewehrt, ihr habt euch hinschlachten lassen praktisch. Er selbst war ein Kind, Leon Zehlmann, und mit seinem Bruder und seiner Mutter im Ghetto. Und sie sind dann draufgekommen, dass die Mutter sich jedes Stück Brot abgespart hat für die beiden Buben und die Buben mussten dann auch schon arbeiten in so einer Art Holzfabrik und kamen dann einmal nach Hause zurück und die Mutter war nicht mehr da. Leon Zehlmann und viele kannten ihn, er war ja ein sehr umtriebiger Mensch und wir kannten uns natürlich auch und ich bin dann auch mit Herrn Fenske vor 10 Jahren bald bekannt geworden und er hat mich angerufen und gefragt, meinen Sie, dass Leon Zehlmann sich mit mir treffen würde? Es war für Herrn Fenske, der am Beginn so der Spurensuche nach seinem Vater war, ein sehr schwieriger Schritt. Und ich habe dann Leon Zehlmann angerufen und habe gesagt, da gibt es einen Mann, dessen Vater Oberbürgermeister in Lodz war. Und der hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass es einen Oberbürgermeister war, weil die Kinder haben sich ja auch die Erwachsenen gar nicht getraut, wenn Deutsche ins Ghetto kamen, aufzuschauen. Und sie wussten auch nicht, wer das war. Und wir haben dann doch alle drei sehr nervös, ein Treffen vereinbart und das hat dann auch stattgefunden in Wien und Leon Zehlmann hat damals gesagt, er hat die ganze Nacht nicht schlafen können vor diesem Treffen, weil ihm ein Bub wieder in Erinnerung gekommen ist, das war der Schmulek, der ungefähr so alt gewesen sein dürfte wie Leon Zehlmann selbst und die Kinder mussten eines Tages antreten und die Schmulek wurde zu einem Galgen geführt, weil er sich selbst und den anderen Kindern gesagt hat, stopfen wir uns doch Holzwolle in die Schuhe, in die Schlapfen, damit wir es wärmer haben. Und das wurde als Diebstahl am Reichsvermögen geahndet und der Schmulek wurde dort vor den anderen Kindern gehängt. Und das alles hat Leon Zehlmann eigentlich mitgenommen, als er Herrn Fenske das erste Mal getroffen hat. Wie war denn das für Sie, Herr Fenske? Es war ein Riesenschritt und ich hatte mir auch ausgemalt, wie es sein könnte, wie Leon Zehlmann. Ich selber hatte natürlich auch große Bedenken, aber ich habe mich dazu entschlossen, eben Sie anzurufen und um diesen Schritt zu bitten. Ich hatte sein Buch gelesen und ich fand es eigentlich sehr schön. Mich hat es immer gedrängt, jetzt nicht nur im stillen Kämmerlein zu schreiben oder zu recherchieren, sondern ich wollte unbedingt versuchen, Überlebende zu treffen. Ich wusste, dass das schwierig war. Es war für ihn sehr, sehr schwer. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Er hat mir später auch davon berichtet, wie schwer dieser erste Schritt war. Es hat sich dann allmählich daraus entwickelt. Wir haben uns dann öfter getroffen. Sie waren ja auch öfter dabei. Und es war dann eigentlich auch für uns beide, glaube ich, sehr schön, welche Gespräche wir hatten. Und ich beschreibe das, versuche das auch in Worte zu fassen, meine Eindrücke, wie wir damals dann im Café Dürup am Stephansplatz saßen, an einem wunderschönen Sommertag. Wir haben Eiskaffee bestellt und die Leute um uns herum waren fröhlich, berichteten vom Urlaub. Und es war eine wunderbare Sommerstimmung, wie das in diesen schönen Städten so dann ist. Und er fragte mich, kennen Sie das Plakat?
Und ich wusste gar nicht erst, was er, worauf er hinaus wollte, aber dann begriff ich, aha, er meinte nämlich diese berühmte, schreckliche Rede von Chaim Rumkowski, das war der älteste der Juden, der auf Weisung der Deutschen dann im, das war im Herbst 1942, gab es eine riesen Aussiedlungsaktion und die Deutschen hatten von Rumkowski verlangt, Menschen für Transporte zur Verfügung zu stellen, Listen zu erstellen. Keine Aussiedlung? Nein, es war keine Aussiedlung, sondern es war eine Aussiedlung, das nannten die Deutschen so, sondern das ging ins Vernichtungslager Chelmo, nach Kulmhof, das war etwa 70 Kilometer nordwestlich von Lodz entfernt. Und er wollte, Leon Seelmann wollte wissen, ob ich diesen Aushang, der im Ghetto hing, ob ich den kenne. Und er fragte mich, ob ich wüsste, wo dieser, das Original dieses Plakates sei, ob das in New York hängt beim Museum oder wo auch immer. Ich wusste es nicht, konnte es ihm genau nicht sagen. Aber wir haben dann lange über diese Rede von Chaim Rumkowski gesprochen und er konnte mir wörtlich lange Passagen dieser Rede zitieren. Und das fand ich eine emotional starke Szene, wie wir nun da standen und saßen und unseren Eiskaffee tranken und er erzählt mir von dieser Rede und aus dem Ghetto. Das fand ich also schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und solche Begegnungen gab es dann Gott sei Dank öfter. Ich habe das jede Minute mit ihm sehr, sehr, ich sag's jetzt genossen, aber es war wirklich für mich sehr, sehr wertvoll, mit ihm zu sprechen und seine Erlebnisse zu hören. Ihr Vater hat damals, als Sie Seelmann das erste Mal trafen, noch gelebt. Ja. Wie alt war er? Er war dann 95, sowas, 95, 96 etwa. Und Ihr Vater ist dann im Jahr 2004 gestorben, ja. Und da hatten Sie das Buch noch nicht zu schreiben begonnen. Also konnten Sie erst beginnen, nachdem Ihr Vater nicht mehr gelebt hat? Ja, also ich hatte Aufzeichnungen gemacht, Notizen natürlich gemacht, nicht richtig Tagebuch im Sinne eines echten Tagebuchs geführt, aber ich hatte relativ viele Notizen gemacht und es hing auch damit zusammen, meine Frau und meine beiden Töchter können das bestätigen, bei der Recherche, wenn ich draußen war, ich war in Bibliotheken, in Archiven und ich kam zurück, kam nach Hause und dann gab es eigentlich nur einen Satz, meine Frau sah es mir vielleicht dann auch schon an, ich sagte dann, ich habe schon wieder was gefunden. Und dieses, ich habe schon wieder etwas gefunden, bedeutete, dass ich tatsächlich irgendwo in einer Zeitung, in einem Dokument, in einem Buch über meinen Vater was gelesen hatte und erstmal jetzt ein paar Tage brauchte, vielleicht sogar eine Woche, zwei Wochen, um diesen aktuellen Fall jetzt für mich erstmal zu verarbeiten. Ich hatte es mir notiert, aber ich konnte nicht weiterarbeiten. Und geschrieben an dem Buch habe ich tatsächlich erst nach dem Tod meines Vaters im Jahr ab 2004. Professor Berz hat ja auch in einem Vorgespräch angesprochen, wie interessant dieses Verhältnis immer noch uns beschäftigen zwischen Kindern und Tätern ist und was dieses Buch von Herrn Fenske unterscheidet von doch inzwischen vielen anderen, die es dazu gibt. Ja, ich habe das Buch ja mit großem Interesse gelesen, für mich weniger sozusagen wegen der historischen Figur des Oberbürgermeisters, die kannte ich sozusagen aus der Forschung ja sehr gut und es gibt ja mittlerweile tatsächlich auch sehr viel, was Ihre Frage ja auch letztlich auch wieder unterstützt hat in der Recherche, dass es doch jetzt so viel an, also genau. Ghetto-Chronik und so weiter gibt und sehr viel über die Besatzungspolitik in Polen etc. Was mich daran fasziniert hat, dass Sie ja in diesem Buch hergehen und sukzessive eigentlich die Diskrepanz aufmachen zwischen dem, was Ihnen Ihre Eltern als historisches Bild ihrer Tätigkeit in Polen vermittelt haben und dem, was Sie dann aus den Quellen lesen. Also, und was mich daran eigentlich fasziniert hat oder auch verstört hat oder wo ich auch Ihre, gewiss muss ich sagen, Ihren Mut bewundert habe, sich dem auszusetzen, dass deutlich wird, dass Ihr Vater, aber ich glaube auch Ihre Mutter ein Stück weit, so wie das ich dem Buch entnehme,
Einerseits natürlich vor Gericht, wenn sie vor Gericht Zeugenaussagen machen musste, wenn er vor Gericht als Zeuge erscheinen musste, einfach alles abgestritten hat, was sozusagen seine Involvierung betrifft. Er hat von nichts gewusst, er war nie dabei, etc. etc. Er war, entschuldige, nur immer als Zeuge. Er war nie selbst in einem Ermittlungsverfahren. Als Zeuge der Verteidigung. Ja. Als Zeuge der Verteidigung. Ja. Und also das ist das eine. Das ist mir aber eigentlich sozusagen als Täterhandeln ganz klar. Man versucht, juristischer Verfolgung zu entgehen. Das scheint mir jetzt nicht besonders zu sein. Was mich dann daran eigentlich verstört hat, ist diese Tatsache, dass er, so wie Sie das schreiben, auch Ihnen gegenüber ja nicht bereit war, die Wahrheit zu sagen, dass er zwar sozusagen Ihnen ja Dinge nahegelegt hat, die ihm ideologisch wichtig waren, aber dass er über seine Involvierung in die Ghettoisierungspolitik und letztlich auch in die Vernichtungspolitik ja überhaupt nicht bereit war zu sprechen. Und das hat mich nochmal beschäftigt, warum jemand, der, wie Sie ja sagen, bis zu seinem Lebensende letztlich überzeugter Nationalsozialist bleibt und damit auch der Meinung war, das, was er getan hat, war richtig, warum er auch den Kindern gegenüber letztlich das nicht sich nicht dazu bekennen kann. Was sozusagen ist der Hintergrund? Das würde ich auch Sie in Ihrer Einschätzung noch mal gerne fragen, weil es liegt natürlich nahe, vielleicht ist die Meinung, das würden die Kinder gar nicht verstehen, das kann man ihnen gar nicht sozusagen nahebringen, oder gibt es dafür andere Gründe? Das ist so das eine. Und der zweite Punkt, wenn ich noch einen anhängen darf, was mich interessieren würde, aus diesem Spannungsfeld, was Ihnen Ihre Eltern vermittelt haben und dem, was Sie herausgefunden haben, wie Sie das selbst in Ihrer Weitergabe gegenüber Ihren Kindern sehen. Ja, also Sie haben ja jetzt auch ein Buch geschrieben, vielleicht ist das auch das Statement dazu, aber das würde mich interessieren. Also darf ich eine Vermittlungsfrage noch anhängen? Wie hat sich ganz konkret, Herr Fenske, gezeigt, dass Ihr Vater bis zu seinem Tod, ist er nicht aus der NSDAP ausgetreten, sagen Sie einmal, dass Ihr Vater überzeugt war vom Nationalsozialismus? Wie hat sich das geäußert? Hat er Ihnen gegenüber? Ja, er hat, also erstmal muss ich das ein bisschen insofern in der zeitlichen Abfolge versuchen darzustellen, ganz kurz. Also eigentlich, mein Vater hätte vielleicht mehr erzählen wollen, aber meine Mutter war eine starke Person. Und meine Mutter hat ihn gebremst. Meine Mutter war eine sehr starke Frau und hat es meinem Vater sicher in Vier-Augen-Gespräch verboten, weiter darüber zu sprechen, um das nicht eben den Kindern jetzt zu überlassen oder ihnen irgendwas erzählen zu müssen, was sie, die Eltern vielleicht unheimlich belastet hätte. Also da war meine Mutter war eine sehr starke Frau. Auch Nationalsozialistin? Auch, natürlich, sie ist auch in die Partei eingetreten. Sie ist ein halbes Jahr nach dem Eintritt meines Vaters in die Partei eingetreten, war auch beim BDM, bei DM-Führern. Und die Karriere oder den Lebenslauf, die Biografie meines Vaters hätte ohne die Zustimmung, die Unterstützung meiner Mutter gar nicht passieren können, denn das Paar war an sich so eingespielt aufeinander, hätte meine Mutter gesagt, du, also was du da machst, davon halte ich nichts oder irgendwas sich davon abgewendet, dann hätte mein Vater wahrscheinlich, hätte der Lebenslauf meines Vaters hätte einen anderen Weg genommen. Davon bin ich fest überzeugt. Also das Paar war sehr stark eingespielt. Und es war ja auch für meine Eltern ein unglaublicher Sprung, jetzt von Stettin über Posen, das war in der Gau-Selbstverwaltung damals, dann eine solche Position übertragen zu bekommen, Oberbürgermeister einer Großstadt mit fast 800.000 Einwohnern zu bekommen. Das waren immerhin die sechstgrößte Stadt damals im Reich. Und das war natürlich schon eine Position, die mein Vater, das war für ihn Karrieresprung. Hinzu kommt allerdings, und das habe ich jetzt gerade auch nochmal in einer Formulierung gelesen, ich lese gerade die neue Biografie über Reinhard Heydrich, da geht der Autor eben auch darauf ein, auf diese genaue Frage, dass der überzeugte Täter, das war nicht, die kamen auch zum großen Teil eben auch ganz normalen deutschen Familien, waren aber wirklich nicht nur Karrieristen, sondern sie waren wirklich von der Ideologie 100%ig oder 150%ig überzeugt. Und das traf mal bei meinen Eltern auch zu. Wie hat sich das jetzt bei Ihrer Mutter? Ja, bei meiner Mutter hat sich das so geäußert, also Sie hatten es vorhin ja schon von meiner Frau kurz gehört, also es gab verschiedene Äußerungen, aus denen man dann Rückschlüsse ziehen konnte. Und diese Rückschlüsse, ich selber habe
darüber noch nicht als Jugendlicher so furchtbar viel drüber nachgedacht. Das kam dann eigentlich erst als junger Erwachsener. Also ich erinnere mich, dass meine Mutter dann sagte, also wir haben davon nichts gewusst. Das war ein lapidarer Satz eigentlich, den man damals öfter in den Familien hörte. Geglaubt hatte ich es ihnen eigentlich nicht, aber ich habe auch noch nicht nachgefragt, weil ich noch nicht so weit war. Sie waren ja das vierte Kind das Ihrer Eltern, richtig, das hatte ja auch eine konkrete politische Bedeutung. Natürlich, es war also so, mein Vater hat als Oberbürgermeister von Lodz, also die Deutschen nannten ja die Stadt damals Litzmannstadt, und hatte mein Vater eine Ehrenpatenschaft gestiftet. Und diese Ehrenpatenschaft wurde von den Nazis ins Leben gerufen, um Familien mit ab dem vierten Kind zu ehren. Die Kinder mussten bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es galt als erbtüchtige Familien. Sie mussten der Rasse rein sein. Also es gab bestimmte Vorschriften. Und mein Vater war damals schon Oberbürgermeister. Und ich habe den Verdacht auch, dass meine Existenz auch aus solchen Gründen zu rechtfertigen ist oder zumindest zustande kam. Ja, dass meine Eltern Kinder auch aus politischen Gründen gesagt haben, also wir müssen mindestens vier Kinder haben. Sie hatten einmal gesagt, wir hätten ganz gerne sechs Kinder gehabt. Aber ich bin ja auch nicht christlich getauft worden. Ich bekam dann die SS-Taufe, die SS-Weihe. Das war ähnlich wie in der DDR, die gab es eine Jugendweihe. Also ganz schreckliche Dinge eigentlich. Also das hat schon auch solchen Hintergrund gehabt, denn meine Eltern waren ja beide an exponierter Stellung in der Stadt. Und sie mussten natürlich auch Vorbildfunktionen erfüllen, die sie gerne übernommen haben. Davon bin ich nach diesen Jahren Recherche überzeugt. Wir wissen ja inzwischen aus vielen Büchern auch, wie viel Wehrmachtssoldaten ihren Kindern erzählt haben, dass sie eigentlich viel mehr erzählt haben, als die Kinder oft nachvollziehen wollten. Und es gibt da dieses berühmte Buch Opa war kein Nazi, wo dann die Enkelkinder umdeuten, was die Eltern und Großeltern erzählt haben. Wie war denn die Erziehung bei Ihnen zu Hause? Die Erziehung fand zum größten Teil von der Mutter statt, weil der Vater also sehr viel auf Dienstreise war. Er hatte auch verschiedene Dienstorte. Können Sie uns auch Ihre berufliche Werdegang Ihres Vaters nach dem Ende des NS-Regimes? Ja, natürlich. Sagen? Nach dem Ende. Er war dann zunächst mal, er war bei der SS und ist dann nach 45, nach Kriegsende, von den Briten verhaftet worden. Und war dann ein Jahr lang im Internierungslager und ist dann aber freigelassen worden und musste sich dann als Landarbeiter durchschlagen. Und er war ja voll ausgebildeter Jurist mit beiden Staatsexamen und fing dann an, sich durchzuschlagen, hat dann im Anwaltsbüro gearbeitet. Und dann ist er sehr schnell in die Vertriebenenarbeit hineingekommen. Meine Eltern stammen ja aus Pommern und fühlten sich eigentlich nach 45, und das ist für mich natürlich immer auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, sie fühlten sich als Opfer, meine Eltern, weil sie ihre pommersche Heimat verloren hatten. Und das ist ein Gefühl, was damals oder was auch heute noch manche Vertriebenen, Heimatvertriebenen in der Bundesrepublik so empfinden. Sie sind Opfer, sie haben ihre Heimat verloren. Das trifft natürlich für viele Familien zu, aber für meine Eltern trifft es eigentlich nicht zu, weil sie natürlich maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es überhaupt dazu kam, dass sie ihre Heimat verloren hatten durch den Zweiten Weltkrieg und durch das schreckliche Geschehen dort. Also ich denke, ist alles schrittweise vorangegangen, und ich erinnere mich also auch noch auf Ihre Frage noch zurückzukommen, wie das eigentlich war, auch auf Ihre Frage mit der, warum wurde nichts erzählt oder so wenig erzählt. Also ich erinnere mich nur an ein einziges Beispiel, als mein Vater den Namen der Stadt Lodz aussprach. Und zwar, wir hatten in unserem Wohnzimmer, das war kein Original, es gibt einen deutschen romantischen Maler, Otto Pippel, und meine Eltern hatten einen Druck von ihm in ihrem Wohnzimmer hängen. Und das war eine Schafherde, und es war ein Motiv, und wir rätselten immer, wird die Schafherde angetrieben oder geht der Schäfer vorne? Also es war für uns Kinder immer so ein Bild, wo wir immer viel drüber geredet haben. Und dann erzählte der Vater einmal, dass er von diesem Otto Pippel, der in Lodz geboren wurde, aber dann frühzeitig schon in die Nähe von München umgezogen ist, dass er von dem eine Ausstellung in Lodz eröffnet hatte. Und da sagte er, ja, das war Litzmannstadt. Aber er musste vorher sagen, dass der Mann in Lodz geboren war. Also Lodz
gab es eigentlich in der Familie. Nicht der Begriff, sondern es ist immer Litzmannstadt. Und wenn die Eltern berichteten, Litzmannstadt, dann waren es immer von irgendwelchen Nachbarn, alte Freunde. Und wir haben als Kinder auch gar nicht so nachgefragt, weil wir zu wenig wussten. Wir hatten auch keine Beziehung dazu. Und die Erkenntnis, dass Litzmannstadt mit einem Ghetto, mit diesen Schrecken verbunden war, das kam ja erst eigentlich das Bewusstsein später. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Ihr Vater, ich denke, zweimal bei Hitler eingeladen war. Wie haben Sie denn das erfahren? Oder hat Ihr Vater da noch geschwärmt davon? Er hat das erzählt, er hat sehr geschwärmt davon. Und zwar merkwürdigerweise eben, das wurde ein Anzeichen dafür, wie die Familienstrukturen auch war. Das fand erst nach dem Tode meiner Mutter statt. Also nach dem Tode meiner Mutter hätte er vielleicht noch mehr erzählen wollen. Und das hat er uns bei einem Familientreffen anlässlich seines, ich weiß nicht, welcher 90. Geburtstag oder was, hat er uns das dann erzählt. Die Mutter lebte ja nicht mehr. Dann kam er heraus und erzählte, dass er zweimal bei Hitler am Tisch saß. Und einmal, das beschreibe ich eben auch in meinem Buch, und solche Szenen, die ich nicht nachweisen kann, weil es kaum Unterlagen darüber gibt, aber die glaubhaft erscheinen. Also so viel Fantasie kann man nicht haben. Ich beschreibe das, er hat erzählt, eine Szene, es war eine relativ kleine Tischrunde bei Hitler und es gab wohl keine Platzordnung. Und dann hat er sich eben angestrengt, direkt neben Hitler den Stuhl zu erwischen, hat das auch geschafft und dann ein Adjutant von Hitler klopfte ihm auf die Schulter und sagte, gut gemacht. Also das sind Geschichten, die ich für sehr glaubhaft halte, denn mein Vater war nicht jetzt jemanden ein fantasievoller Überflieger, der sich irgendwelche Fantasiegeschichten ausgedacht hat, das erscheint mir glaubwürdig zu sein. Ja, und das hat er zum Geburtstagstreffen, zu seinem 90. Geburtstag erzählt. Ja, das hat er erzählt. Ja, und in der Familie ist man da irgendwie... Ja, das war dann... Eigentlich war es auch überwiegend das eiserne Schweigen. Dann hat noch eine Enkelin mal kurz gefragt, Opi, erzähl doch mal. Aber es war eigentlich ein eisernes Schweigen da. Und ich bin dann auch rausgegangen, weil mir wurde es fast ein bisschen übel. Also es war eine Situation, die unerfreulich war. Es wurde aber bei diesem Treffen nicht weiter vertieft, weil man ging am nächsten Tag nach dem Frühstück wieder auseinander. Die Familie lebte in völlig unterschiedlichen Städten, Regionen. Also es war keine Basis, um sich jetzt stundenlang darüber zu unterhalten, was vielleicht notwendig gewesen wäre. Was Professor Perz ganz am Anfang, die Frage, die er gestellt hat, also ideologisch, dass er Nationalsozialist ist, das hat der Vater nie ein Hehl daraus gemacht, sondern er war stolz. Ja. Zu dem, wofür er verantwortlich war, hat er nie Stellung bezogen und wurde von Ihnen auch nicht gefragt. Ich weiß nicht, wie die Gerichtseinvernahmen waren, aber ihm selbst, wie erklären Sie sich, dass er also von der Einstellung her zum Nationalsozialismus sich bekennt, aber das, was Nationalsozialismus bedeutet hat, die Verbrechen, das völlig abspaltet? Ja, er hat einmal zu uns gesagt, wir haben eigentlich nur ein schriftliches Vermächtnis von ihm und beziehungsweise von meinen Eltern. Also meine Mutter war, wie gesagt, sehr stark, sie hat damit, und zwar ist das ein, ich glaube, 25-seitiges Schreiben zu ihrer goldenen Hochzeit. Das haben sie mal so als Familienchronik so ein bisschen aufgeschrieben. Das war das Einzige. Und mein Vater hat mehrfach immer wieder gesagt, also er hätte gerne mehr geschrieben, aber er hat zu viel erlebt. Er konnte es nicht aufschreiben und das habe ich als glatte Lüge empfunden. Denn natürlich, er konnte uns das natürlich nicht erklären. Wie hätte er uns denn die Stadt Lodz erklären können? Es war ja schon einiges offen. Wir hätten ja auch nachschlagen können. Also wir hätten schon wissen können, dass es das Ghetto gab. Und wie hätte er uns das erklären können? Insofern hat er das von sich gedrängt und einfach diese Ausrede benutzt. Er hat einfach zu viel erlebt, um jetzt noch was aufschreiben zu können. Man muss ja vielleicht da schon auch dazu sagen, wenn man an Himmlers Pose in der Rede denkt, der von einem niemals zu schreibenden Ruhmesblatt spricht, dass natürlich darüber Konsens bestand, dass über den Judenmord nicht zu sprechen ist öffentlich. Ja. Trotzdem ist es natürlich von Interesse, wie es in den Familien thematisiert oder nicht thematisiert wird. Ja, es wurde eigentlich gar nicht thematisiert, weil ich meine, ich erinnere mich noch, kurz vor seinem Tode, er war ja dann in einem Seniorenheim, habe ich mit ihm noch ein bisschen drüber gesprochen. Also
Aber als er mir dann sagte, er war nie im Ghetto, obwohl ich ja schon wusste, dass er mindestens 5-mal im Ghetto gewesen war in seiner Funktion als Oberbürgermeister, hatte ich jetzt auch keinen Mut oder keine Kraft, jetzt nachzufragen. Ich hatte ja die Dokumente, was sollte ich ihn jetzt fragen? Also es war meine damalige Einstellung, weil es nichts gebracht hätte. Und ich wusste, dass er auch, ich erinnere mich noch an seinen Schreibtisch, bis zu seinem Tode hatte er also auch noch sich Schriften schicken lassen von irgendwelchen sehr rechten Versandbuchhandlungen. Es lag auch noch auf seinem Schreibtisch eine Schrift über die Südtirol-Frage, die angeblich immer noch ungelöst ist. Also sehr skurrile Geschichten. Und ich habe mich von ihm so weit gelöst, dass ich gar nicht mehr, eigentlich nicht mehr brauchte, ihn zu fragen. Was eigentlich schade ist, denn ich habe mir gewünscht, wenn ich das noch sage, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ein neutraler Historiker mal mit ihm Aufnahmen gemacht hätte. Es gab den Versuch von Peter Klein mal aus Berlin, weil Peter Klein ja über die Ghettoverwaltung seine Dissertation geschrieben hat. Und dann hat Peter Klein mich informiert und hat gesagt, er hat über eine andere Quelle dann erfahren, dass mein Vater gesagt hat, der kommt mir nicht ins Haus. Also es ist eigentlich schade, dass es diese Quelle nicht gab. Wir Kinder hatten nicht die Kraft, ich weiß nicht, ob ich es verkraftet hätte, wenn mein Vater mir das alles erzählt hätte. Wir haben ja damals schon im zweiten Gespräch mit Leon Zehlmann eigentlich eines der Hauptbelastungsdokumente, was Ihren Vater und das Ghetto betrifft, besprochen. Können Sie uns das kurz... Sie meinen den Briefwechsel? Oder? Ja, ja. Wo es um die Kleidung. Ja, genau. Es war also 1990 war ja diese Ausstellung im Ghetto Lodge. Und da gab es eine, wie das so in Ausstellungen ist, eine große Stellwand mit einem Briefwechsel. Und da hatte ein Amtskollege meines Vaters aus Posen an ihn geschrieben und angefragt, ob mein Vater in der Lage ist, auch die Kleidung der ermordeten Juden aus Chelmo, die zugunsten der Ghettoverwaltung standen, zu verteilen an die NSV. NSV komme ich jetzt drauf, NSV war die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Und das ist für mich auch ein ganz schwieriges Thema, denn wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater in einer Volksfürsorge tätig war, also das heißt Volksfürsorge, ich will das Gute, ich will den Menschen helfen, ich muss, ob das nun Rote Kreuz ist, Kindergarten, Kinderschwester, all diese sozialen Einrichtungen, die natürlich unter den Nazis völlig gleichgeschaltet waren. Es gab bei der NSV gab es Millionen von Mitgliedern, es war völlig gleichgeschaltet. Aber allerdings immer mit dem Hintergrund der NS-Ideologie und des reinen rassistischen Volkskörpers. Also das hat es mir sehr schwer gemacht. Und da wurden dann die Kleider der ermordeten Menschen aus Chelmo an die Deutschen verteilt. Und das war ein handschriftlicher Vermerk meines Vaters. Links sah ich dann die Handschrift, die mir natürlich sehr, sehr bewusst war, zur Weiterleitung an den Herrn Bibo. Herr Bibo war der Amtsleiter und der Untergebene meines Vaters. Und das war 1990, das war der erste Schock, wo ich dann erstmal erfahren habe, dass mein Vater von der Ermordung der Juden Kenntnis hatte. Und dann also auch diese unglaubliche Infamie, das Schreckliche überhaupt, dass die Nazis auch noch die Kleider der ermordeten Menschen unter sich dann verteilten. Vielleicht sollten wir da noch kurz ergänzen, weil Sie sagen, auch Kenntnis, das hat ja Erweiterungen gehabt, diese Verteilung an die NSV ist ja so vor sich gegangen, dass die Kleider natürlich vorher sortiert und gereinigt werden mussten. Und das waren jüdische Arbeitskommandos, die das machen mussten. Und ob das mit Absicht sozusagen von den Arbeitskommandos so gemacht wurde oder nicht, weiß man nicht. Jedenfalls sind in einem Teil der Kleidung, die an die NSV gingen, Ausweise der Ermordeten geblieben oder auch zum Teil Blutflecken, hat man gesagt. Jedenfalls gab es bei der NSV dann große Beschwerden und große Aufregung, dass derartige Kleidung zur Verteilung kommt und man müsse das sozusagen, da gibt es auch die Korrespondenzen drüber, man müsse das abstellen und die Kleidung müsste entsprechend sozusagen vorher gereinigt werden. Also man sieht ja, das war auch diese ganze Frage der Verschleierung, der Geheimhaltung ist genau in dieser Schnittstelle natürlich auch brüchig gewesen. Darf ich kurz auf dem Podium unterbrechen? Gibt es Fragen von Ihnen an Herrn Fenske oder an Herrn Professor Pertz?
Herr Fenske, ja. Das ist eine banale Frage, aber Sie haben sich sicher auch damit beschäftigt, was hätte denn mein Vater gesagt zu diesem Buch? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage oder eine sehr interessante Frage. Ich kann es nicht genau einschätzen, ich weiß es nicht. Also als ich ihn kurz vor seinem Tode nochmal fragte mit dem Ghetto, das ist dann aber sehr schnell zu Ende gewesen, weil ich weiß, dass er gelogen hat. Und ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich hatte damals ein bisschen die Angst, wenn ich ihn jetzt, das war eine sehr emotionale Angst, wenn ich ihm jetzt noch mehr sage, oder wenn ich, das hätte er wahrscheinlich nicht begriffen und vielleicht hätten meine Geschwister mir dann noch zum Vorwurf gemacht, was hast du ihm dann noch zugetraut, kriegt einen Herzinfarkt oder fällt aus dem Rollstuhl. Also er war schon ein alter Greis und ich glaube nicht, dass er das überhaupt jemals verstanden hätte. Er hätte das wahrscheinlich nicht verstanden. Also er hätte wahrscheinlich gar nicht begriffen, dass ich jetzt, der jüngste Sohn, jetzt darüber ein Buch schreibe. Es ist ja auch noch ein Unterschied, ich habe ja noch drei Geschwister, wenn es der Älteste vielleicht gemacht hätte. Nur ich bin der Einzige, der in Lodz geboren bin und meine Geschwister sind in Stettin bzw. in Posen geboren. Also ich hatte einen ganz starken direkten Bezug und ich glaube, ich weiß nicht, was passiert wäre. Darf ich da noch eine Frage anhängen? Sie sagen, Sie haben einen starken Bezug, aber Ihre älteren Geschwister haben die Zeit natürlich bewusst erlebt als Sie. Ja. Zumindest wahrscheinlich der Älteste, nehme ich an. Und also Sie kennen ja sicher den Film von Malte Ludin über seinen Vater, der in der Slowakei eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist ein sehr spannender Film, wo man sieht, dass die Geschwister zum Teil ja auf diese Auseinandersetzung mit seinem Vater doch auch negativ reagieren und doch sehr reserviert reagieren, weil das Vaterbild doch sozusagen auch öffentlich dekonstruiert wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das würde mich interessieren, wie Ihre Geschwister reagiert haben darauf. Das ist ja kein selbstverständlicher Akt, an die Öffentlichkeit zu gehen mit so etwas. Wenn man es privat macht, ist noch eine andere Geschichte. Ja, natürlich, das ist schon richtig, da gebe ich Ihnen recht. Das ist ein schwieriger Akt, war auch bei uns nicht so ganz leicht. Also meine drei Geschwister, meine Schwester steht da ganz hinter mir, auch mein Schwager, allerdings auch so stufenweise, während mein älterer Bruder das eigentlich bisher abgelehnt hat. Und das ist also wirklich jetzt ganz interessant auch zu sehen. Jetzt habe ich das Buch geschrieben und meine Schwester hat es gelesen, mein Schwager auch, mein mittlerer Bruder weiß ich nicht genau und jetzt hat meine Schwester gesagt, mein älterer Bruder wird es auch lesen. Und es ist nämlich jetzt ganz interessant, wenn einer in der Familiengeschichte angefangen hat, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich bin recht optimistisch, wie es jetzt weitergeht im Sinne einer Aufklärung. Wie alt, ist Ihr ältester Bruder jetzt? Mein ältester Bruder ist 37, Jahrgang 37, ist er jetzt 73. Entschuldigung, 73. Und das bricht jetzt allmählich auf. Und ich kann Ihnen noch eine andere Geschichte erzählen. Als meine Schwester das Buch gelesen hatte, rief sie mich an und sagte, du, also eigentlich hätte ich da ja auch noch was beitragen können. Und zwar hat sie mir erzählt übers Mutterkreuz. Also wir sind vier Kinder und ab dem vierten Kind bekamen die Nazimütter das Mutterkreuz in Bronze. Und meine Schwester erzählte mir noch, in den 50er Jahren musste sie noch mit meinem älteren Bruder, meiner Mutter, am Muttertag das Mutterkreuz umhängen. In 50er Jahren. Das erzählte mir meine Schwester. Das heißt, daran erkennt man Schutz. Ja, zu Hause. Nein, das war Muttertag. Das ist der zweite Sonntag im Mai. Das war in 50er Jahren. Und meine Mutter hatte dieses Mutterkreuz noch aufbewahrt. Und am Muttertag musste meine Schwester und mein älterer Bruder meiner Mutter das umhängen. Ich war noch zu klein, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und das erzählte mir meine Schwester aber erst jetzt, nachdem sie das Buch gelesen hatte. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es in unserer Familie, ich nehme an, in anderen Familien auch, dann allmählich so einen Aufbruch gibt. Und jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion meines älteren Bruders. Ich bin da sehr skeptisch, was ihn betrifft, aber okay, das wird man sehen. Und zudem kam hinzu, dass Sie haben recht, das ist ein schwieriger Prozess, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber als ich anfing, habe ich schon immer mehr gespürt und man konnte es ja nachlesen, dass über meinen Vater ja schon einiges publiziert war. Das heißt, ich als Sohn habe ja überhaupt nichts Neues gemacht, ich habe es zusammengetragen aus der Sicht des Sohnes. Aber neu war es für die Historiker ja nicht.
Und über Werner Fenske konnte man schon viel damals auch nachlesen, sodass ich gesagt habe, wenn, und das war nämlich noch eine Geschichte, die ich noch an Florian Freund und Sie beide mich erinnere, im Campus hatten wir ein Gespräch, das war ein wunderschöner Maiabend oder Mittag, wir saßen draußen, tranken Kaffee und dann sagte der Florian Freund, also die Unterschrift kenne ich. Da sagte ich, ja, wenn der Florian Freund die Unterschrift kenne. Florian die, da, Freund ist auch ein Zeithistoriker, der sich mit Lodge beschäftigt. Dann möchte ich das auch kennen. Was kennen Sie noch mehr? Also mein Drang, jetzt mehr zu erfahren, war unglaublich stark. Aber es war nichts Neues für die Zeithistoriker. So, insofern habe ich das zusammengetragen und habe mir meine Gedanken dazu gemacht. Und ich hatte vorhin in unserem Vorgespräch angedeutet, ich glaube auch, dass meine Eltern beide eine gewisse Angst hatten, als 1990 die Ausstellung in Frankfurt war. Da war ich schon 46. Meine Eltern sind auf diese Ausstellung von mir jedenfalls und von meinen Geschwistern. Das war die Ausstellung über die mit diesen genau, Dias. Mit ich habe das Buch mitgebracht mit den Fotos, die in Wien eben gefunden ja. waren oder aufgetaucht sind, über das Ghetto in Lodz. Eine ganz aufsehenerregende, weil ja. sehr bedrückende Ausstellung. Und genau. das war die erste große eben. Ja. Andere, von anderen Ghettos gibt es derartige Fotos? Ja, es gibt aus den Ghettos insgesamt viele Fotos, nur dass Farbdias sozusagen genau in einer Zahl von 500 ja, ja. auftauchen, war schon im Jahr, also um 1990 noch eine, doch eine Sensation. Ich meine, die Zeit hat immer eine ganze Beilage drüber ja, gemacht. Ja, das war sozusagen ja. schon was Besonderes. Mittlerweile gibt es natürlich an Farbaufnahmen generell ja, über ja, den NS-Staat ja. viel mehr, ist viel ja, aufgetaucht. Auch mit der Archivöffnung sozusagen hat sich da einiges getan. Aber es war schon, also insgesamt ist die Zahl der Fotografien über das Ghetto Lodz enorm groß, sowohl auf Täterseite wie auf Opferseite. Also es gibt ja. eine Riesenzahl an Fotos, die im Ghetto schwarz-weiß natürlich nur gemacht wurden mhm. und lange ja. Zeit hat man einen Teil dieser Fotos für verschollen gehalten, mhm. aber man hat eigentlich doch einen Bestand, ich weiß nicht, von mehreren, also weit über 10.000 Aufnahmen aus dem Ghetto. Also man hat eine enorm große ja. Dokumentation ja. mhm. über so einen Zwangsort wie jetzt im Vergleich zu irgendeinem Konzentrationslager gibt es nicht annähernd ja, diese Zahl von Aufnahmen. Ja, also der Clemens Jablona, der Vorsitzende der Österreichischen Historikerkommission, hat ja mal den Satz geprägt, also solange Schlussstriche gefordert werden, kann es keinen geben. Das habe ich ganz klug gefunden als Satz. Aber ich denke, es geht um ein anderes Thema. Es ist ja jetzt, ich habe mir das auch mitgenommen, vor kurzem dieser Roman erschienen von ja. Steve Sam Sandberg über das Ghetto in Lodz, also wo er eigentlich diese ganze Frage der Tragik, der Überlebensstrategie des Judenältesten, der der Meinung war, wenn man das Ghetto produktiv macht für die Nazis, dann werden die Nazis das Ghetto bestehen, also die Juden am Leben lassen, weil sie als Arbeitskräfte brauchen. Und diese, also das heißt ja auch, unser einziger Weg ist Arbeit, hat er ja in die Fabriken überall schreiben lassen, dass dieses Kalkül ist ja nicht aufgegangen, man hat sie trotzdem ermordet. Und jetzt gibt es darüber einen Roman und der Herr Sandberg sagt ja dann in der Frage, wie das mit der Fiktionalisierung von Holocaust-Themen ist, dass ihm schon klar ist, dass das ein Problem ist, aber er sagt dann ja, das ist natürlich auch eine Kritik an der Geschichtswissenschaft, an unserer Profession, wenn das nur in Museen hinter Glaswänden hängt, dann sozusagen spricht es die Leute nicht an. Das ist, würde ich sagen, tatsächlich ein Vermittlungsproblem heute. Es gibt natürlich enorm dicke Untersuchungen, wer liest die in einer Zeit, wo generell das Lesen sich ja sehr verschoben hat, Stichwort andere Medien. Und wie stehst du Medien. Selbst dazu? Ja, ich denke, es hat, das ist eine ambivalente Geschichte. Also ich denke, gerade das Buch von Herrn Wenzke ist ja ein Beispiel dafür, dass natürlich die Forschung, also Herr Wenzke ist ja auch ein Rezipient dieser Forschungen, die ihm erlauben, auch über seinen, also in dem Fall auch ein Buch über seinen Vater zu machen, was enorm schwierig wäre, wenn es diese Riesenmenge an Forschung nicht gäbe. Das ist so die eine Sache. Das Problem der Vermittlung muss sich die Geschichtswissenschaft natürlich immer neu stellen und das, denke ich, ist prinzipiell eine große Herausforderung,
wo es keine einfachen Antworten gibt. Ich wollte nur noch ganz kurz zu diesem Roman was sagen. Also wo ich mein Problem mit sowas habe, der Schriftsteller, Herr Sandberg, ist ja sehr ambitioniert und macht das sehr ernsthaft. Ich habe trotzdem ein großes Problem damit gehabt, weil bei dieser Riesenmenge von Erinnerungsliteratur, die es über Lodge gibt, ja, also auch von Überlebenden, die äußerst spannend ist bei den vielen, bei der Ghetto-Chronik etc., kommt es mir fast vor, man sollte diese fünfbändige Ghetto-Chronik lesen, anstatt einen Roman darüber, weil das ist eigentlich durch einen Roman in meinem Eindruck überhaupt nicht zu toppen. Ja. Also an Faszination, das ist jetzt seltsam, das klingt in dem Zusammenhang seltsam, aber es geht um Faszination an diesem Thema. Und das ist gerade für Lodge, ich finde, dafür braucht es keinen Roman, trotzdem gibt es sie und trotzdem werden sie mehr besprochen als die historischen Bücher. Also das muss man als Historiker zur Kenntnis nehmen. Ja, ich glaube, also das wird ja ganz spannend werden. Ich werde am 6. Dezember, am Nikolaustag, mit Sven Sandberg in Innsbruck zusammentreffen. Und da wird aus beiden Büchern gelesen, weil es genau um die Frage geht, Fiktion, Non-Fiktion. Das finde ich unheimlich interessant, auch was die Zukunft betrifft. Natürlich ist es, denke ich, ich will dem jetzt nicht groß vorgreifen, nur zwei Sätze dazu. Natürlich ist es legitim, einen Aufsatz, einen Roman zu schreiben. Das ist künstlerische Freiheit, selbstverständlich. Aber ich selber habe auch große Probleme und ich habe es bisher nicht geschafft, diesen Roman weiterzulesen, weil ich einfach stolpere. Ich stolpere immer dann, wenn Herr Sandberg eben auf die Ghetto-Chronik zu sprechen kommt, wörtlich zitiert und dann teilweise, dann komme ich nicht mehr rein. Und ich habe zum Beispiel ein Problem, wenn er sagt, Himmler war im Ghetto, das stimmt, im Sommer 1941, am 6. Juni war das, und er schreibt jetzt den 7. Juni, da gucke ich natürlich gleich nach. Hallo, da kann doch was nicht stimmen. Man weiß, dass es der 6. Juni war. Das ist für den Romanleser völlig unerheblich. Aber da frage ich mich, warum kann ein Romanschriftsteller zum Beispiel nicht schreiben, jetzt im Juni oder im Sommer 1941 war Himmler im Ghetto. Das hätte völlig gereicht. Der genaue Tag ist für den Roman völlig nebensächlich, weil das den Romanleser gar nicht interessiert, ob das der Donnerstag oder der Freitag war. Aber für die Historiker, für die Forschung, da wird man dann etwas stutzig, sagt, warum steht das da? Also da hätte ich mir, es gibt noch einen anderen Roman, jetzt über das Ghetto Lodge von dem Bert, das ist ein Pole, der hat geschrieben, die Fliegenfängerfabrik. Und der, finde ich schon ganz okay eigentlich als Roman. Der hat nämlich sich ausgedacht, jetzt stelle ich mal den Rumkowski, den Ältesten der Juden, vor Gericht. Das finde ich eine Geschichte, die durchaus akzeptabel ist, da kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber das andere, bei Sandberg habe ich auch meine Probleme. Nur auf nochmal Ihre Frage zurückzukommen, Schlussstrich, ich habe leider meinen besten Freund verloren, das war der Jan Robert Bloch, das war der Sohn von Ernst Bloch und er war ein ganz, ganz fantastischer Mensch, ich habe ihm auch viel zu verdanken. Deswegen habe ich am Ende meines Buches auch ein Zitat seines Vaters gestellt und dieses Zitat lautet: Erinnern ist nicht produktiv als Erinnern an das, was war, sondern wird nur dann fruchtbar, wenn es zugleich an das erinnert, was noch zu tun ist. Das sagt nun eigentlich alles, was diese Schlussstrich-Bemerkung. Haben wir doch eine Frage? Bitte. Ja. Ja. Ich wollte trotzdem auch nochmal nachhaken, und zwar wollte ich einfach nach Ihrer Motivation fragen, an die Öffentlichkeit zu gehen, also dieses Buch zu schreiben. Ich frage das auch, weil mich das selber beschäftigt, im Hinblick auf meinen Großvater, also spreche sozusagen aus der Perspektive der dritten Generation. Einleitend wurde ja von Ihnen gesagt, es gibt eine Menge Literatur, zweite Generation, inzwischen gibt es ja auch schon viel Literatur, dritte Generation. Was war Ihre Motivation? Also einfach noch ein Buch sozusagen anhängen, ein weiteres? Oder war es für Sie immer klar, dass Sie daraus ein Buch machen werden? Oder war das am Anfang vielleicht gar nicht klar? Gab es Zweifel, ob Sie damit überhaupt, also was daraus werden würde? Oder gab es sowas, einen ganz bestimmten Punkt, den Sie nochmal klar machen wollten? Also auch gerade in Bezug, wenn Sie sagen, es gibt eigentlich relativ viel Forschung zum Ghetto, Lodge und so weiter und so fort. Das würde mich einfach interessieren.
ja, war das für Sie immer entschieden? Und wenn es immer entschieden war oder auch nicht, was waren sozusagen die ausschlaggebenden Punkte, dass Sie dann entschieden haben, ich mache dieses Buch? Man könnte ja auch sagen, also das frage ich mich, wie gesagt, bei der Geschichte meines Großvaters manchmal, ein Zweifel, der mich da manchmal so beschleicht, ist, ich möchte diesen Menschen, also jetzt gar nicht aus so einem abgrundtiefen Hass, aber eben auch aus so einer Tätergeschichte, vielleicht muss ich dem gar nicht jetzt sozusagen so viel Raum nochmal geben. Mhm. Wäre eine Überlegung und das würde mich einfach interessieren, wie das für Sie war. Ja, es war eigentlich so, dass es von vornherein nicht feststand, dass das Buch jetzt irgendwann mal, und das ist meine Aufzeichnung zu einem Buch reifen, das war nicht so vorauszusehen noch vor 10, 15 Jahren, sondern ist es eigentlich im Laufe der Zeit entstanden. Und vor allem auch eins muss ich sagen, es ist, das haben wir bisher noch gar nicht so kurz erwähnt, aber es hat auch sehr viel mit den Kontakten zu Überlebenden, mit Leon Seelmann zu tun. Und ich hatte es noch nicht erzählt, meine Frau und ich wurden 2005 von Überlebenden aus dem Ghetto, es war ein älteres Ehepaar, also Michael Chinski, der ist jetzt leider im Mai vergangenen Jahres verstorben mit 87, von diesem alten Ehepaar aus dem Ghetto wurden wir nach Haifa, nach Israel eingeladen. Und das war schon eine Geschichte, die uns beide, auch unsere Töchter, sehr, sehr berührt hat. Auch die Geschichte, das fing eigentlich mit Leon Seelmann an, hat sich dann weiterentwickelt. Für mich war es also wichtig, ich habe auch Kontakt zu Marian Turski in Warschau, der auch im Ghetto gelebt hat. Für mich war es wichtig, noch die Chance, das war irgendwie im Unterbewusstsein da, die Chance zu ergreifen, wenn sie denn da ist, noch mit Überlebenden zusammenzukommen. Deswegen bin ich diesen Menschen unglaublich dankbar. Im Gegensatz, das dafür ist für mich wichtiger als einen Roman zu lesen. Ich habe noch die Chance gehabt, und das jetzt weiterzugeben. Das war auch das Motiv für das Buch an unsere Kinder, an die nächste Generation, auch die Hoffnung, die sich daraus ergibt. Und wir haben jetzt wieder Besuch gehabt. Ich habe mich jetzt wieder mit einem Überlebenden in München getroffen aus dem Ghetto Lodz. Also wenn wir zusammenkommen, das sind sehr wichtige, sehr interessante gute Gespräche, auch sehr emotionsgeladen, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, da werden manchmal die Augen feucht, auf beiden Seiten. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr hoffnungsvolle Geschichte. Und das war eigentlich auch für mich wichtig, irgendwie das aufzuschreiben, nicht für mich zu behalten. Vielleicht kann es auch ein bisschen für die Zukunft was dazu beitragen. Ich darf vielleicht noch kurz hinzufügen, was Leon Zehlmann damals zu Herrn Fenske gesagt hat. Er hat gesagt, sagt endlich ihr von der anderen Seite, was Sache war. Wir Juden, wir sitzen miteinander, wir wissen ja eh, was wir erlebt haben, und wir müssen quasi jetzt als Zeugen immer herhalten. Gehen Sie auch als Zeuge. Er hat ihm das praktisch übertragen, ja, und hat gesagt, ihr von der anderen Seite, es kommt auch auf euch an, dafür gerade zu stehen und aufzustehen. Nicht nur wir Juden sollen immer dafür aufstehen müssen. Mhm. Sind noch Fragen? Also mir ist jetzt eigentlich vor allem bei der Bemerkung des jungen Mannes dort drüben aufgefallen, dass Sie Ihren Frieden gemacht haben mit den Betroffenen, aber und er den Frieden für seinen statt seinem Großvater machen will. Aber bei all der Forschung und bei all den tausenden Dingen, die schon klar sind, ist doch die Motivation von so intelligenten Menschen wie von Ihrem Vater, der Jurist war, einer solchen bestialischen Geschichte wie den Nazis zu glauben, so ungeklärt wie am ersten Tag. Es nützt nichts, seine Forschungen nicht und ihre nicht. Warum das passieren konnte, warum ihre Gene, ihr Vater so sein konnte und sein Großvater, wird auf ewig ungeklärt bleiben. Ja, das mag schon sein. Das ist etwas, was man, da gebe ich Ihnen zum großen Teil schon recht, das ist etwas, was man nicht klären kann. Ich kann auch diese Frage nicht beantworten, und das nehme ich einfach mit ins Grab, das ist so. Aber es ist, glaube ich, für mich jetzt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich war es eben wichtig, darüber auch zu sprechen, über diese ganze Problematik und eben nicht. Es gibt diesen berühmten Satz, dieser Satz beinhaltet auch eine Haltung des aufrechten Ganges. Der aufrechte Gang ist schon sehr wichtig, und da muss ich sagen, dass ich von anderen Menschen sehr viel gelernt habe, und ich bin diesen Menschen
nicht nur den Überlebenden, auch jetzt von Jan-Robert Bloch sehr dankbar, die mich, Jan-Robert Bloch, das ist der Sohn von Ernst Bloch, vom Philosophen Ernst Bloch. Aber das hat mit dem Musiker nichts zu tun. Nein, nein, Ernst Bloch war ein deutscher Philosoph, in Ludwigshafen am Rhein geboren und hat großes philosophisches Werk geschrieben, Wer bin ich, das Prinzip Hoffnung. Also Philosoph. Ja, ich bin nun doch herausgefordert, sozusagen als Historiker. Also um es auf die Kurzformel zu bringen, also Auschwitz ist nicht einfach ein unerklärbares Phänomen, sondern also ich denke schon, dass die Geschichtswissenschaft, die Sozialpsychologie, was auch immer, also es gibt viele Wissenschaften, die daran beteiligt sind, natürlich sehr viel darüber herausgefunden haben, warum Menschen zu Tätern werden. Und das hat mit der Frage von Intelligenz zunächst mal gar nichts zu tun. Das heißt aber nicht, dass es nicht einen, also denken Sie die ganzen Debatten um Ordinary Man und ideologische Überzeugungstäter etc. oder was Harald Welzer in Deutschland geschrieben hat in den letzten Jahren über Täter und viele andere. Das heißt aber nicht, dass es nicht einen immer, also gerade jetzt auch im Verhältnis Sohn, Vater, dass es immer einen unerklärbaren Rest gibt oder wo sozusagen jede Erklärung persönlich und auch emotional zu Ende kommt. Das ist ganz klar, denn was ich am Anfang gesagt habe, mit was, verzeihen Sie, wenn ich das jetzt so sage, aber mit was Sie zurechtkommen müssen, ist, dass Sie von Ihrem Vater nicht die Wahrheit gehört haben und das hat noch gar nichts zu tun mit dem, was der Vater, also sozusagen die andere Ebene ist, was der Vater tatsächlich gemacht hat, aber im Verhältnis Sohn, Vater geht es um diese Frage auch, ja, und die ist natürlich irgendwo auch nicht, letztlich nicht klärbar und das ja, hinterlässt Wunden und das hat was mit das hat was mit diesen Gewaltverhältnissen zu tun, aber dass sozusagen die Geschichtswissenschaft generell keine Erklärungen für Täterschaft hätte, also das wäre mir ein bisschen zu einfach. Bitte. Gab es eigentlich eine Phase, wo Sie vielleicht auch das Ausmaß von der Täterschaft Ihres Vaters Ihnen bewusst war, wo Sie nicht darüber hätten sprechen wollen, also wo, wenn vielleicht von außen jetzt ein Impuls gekommen wäre, wo Sie gesagt hätten, also ist eigentlich ein Thema, was Sie nicht also interessiert, oder vielleicht auch, dass Sie Angst gehabt hätten, dass Ihr Vater vielleicht doch noch zur Rechenschaft gezogen wird dafür, oder? Nein, also zur Rechenschaft, das ist jetzt, würde vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber ich kann es mit 2, 3 Sätzen vielleicht umschreiben. Zur Rechenschaft konnte er rein juristisch nicht gezogen werden in der Bundesrepublik Deutschland, weil die Rechte eben, die Gesetze so waren. Das hat jetzt nicht mit der moralischen Seite zu tun, das ist rein formaljuristisch, weil man, sagen wir mal, seine Verbrechen, seine Taten fanden ja nicht in Deutschland statt, sondern in Polen. Das war das Ausland. Das heißt, die deutsche Justiz war in 50, 60 Jahren dafür gar nicht zuständig. Und es lagen auch keine Dokumente vor. Also von deutscher Seite aus konnte er gar nicht in der Zeit, später schon in der Zeit angeklagt werden. Erstens, es gab nicht keine Dokumente, man konnte ihm auch keinen persönlichen Mord nachweisen. Man konnte ihm auch nicht nachweisen, dass er ein Urteil unterschrieben hat, sondern er war der sogenannte Schreibtischtäter. Und diese Schreibtischtäter, das ist so dieser allgemeine Begriff, die waren natürlich, das waren ja Tausende. Und er stand nun aber an vorderster Stelle in einer solchen Stadt, wo eben das alles sichtbar funktionierte. Und für mich ist es schon eine schlimme Erfahrung gewesen, dass meine Eltern, also ich sage das auch so im Buch, dass meine Eltern oder mein Vater mich wahrscheinlich in Lodz gezeugt haben, obwohl Kinder aus dem Ghetto, wohlgemerkt aus dem Ghetto nach Kulmhof geschickt worden sind, in die Gaswagen geschickt worden sind. Also das sind jetzt ganz persönliche Dinge und auf Ihre Frage zurückzukommen, also Punkte, darüber zu sprechen, gab es eigentlich nicht. Je mehr ich erfahren habe, hat sich einfach so entwickelt, desto mehr war das Bedürfnis, das Schweigen, worunter ich gelitten habe oder was, weil es einfach in unserer Generation so war, das Schweigen zu durchbrechen. Das war eigentlich ein wichtiges Motiv auch. Bitte.
Dankeschön. Ich habe auch noch eine Frage. Man hört immer wieder von Schauspielern, von Künstlern, sie hätten sehr wenig davon gewusst, ihnen sei es eigentlich immer um die Karriere gegangen, mehr oder weniger gleichgültig, wer ihnen den Hintergrund für diese Karriere geliefert hat. Wie sehen Sie das bei Ihrem Vater? War Ihr Vater in erster Linie karriereorientiert oder in erster Linie ideologieorientiert? Also ganz klar, in erster Linie war er wohl ideologieorientiert. Das steht fest, denn das war, ich kam vorhin darauf zu sprechen, auf diese neue Biografie über Heydrich, Reinhard Heydrich. Und das ist nämlich ganz interessant, sich eigentlich diese Täterbiografien vorzunehmen. Und das lese ich eigentlich auch sehr gerne, weil ich immer auf der Suche bin, wie steht das jetzt, auch diese Biografie über Himmler, wie steht das jetzt? In welcher Position steht mein Vater? Mein Vater war natürlich nicht ganz in der Hierarchie so hoch wie Heydrich oder Himmler, aber das war die gleiche Klientel. Das waren Überzeugungstäter von der ersten Stunde an. Und das begann bei meinem Vater ganz jung, als junger Student. Er ist mit 25 in die Partei eingetreten, war dann in welches Jahr war das? 1931. Also noch bevor Hitler Macht ergreift, Machtübernahme. Galt als alter Kämpfer. Und meine Mutter ist ja dann ein paar Monate später eingetreten, also vor 33. Und er hat seine Karriere nur der Partei zu verdanken. Also es gab ja damals keine Parlamente, es gab keine Demokratie, die Menschen wurden ernannt beziehungsweise haben sich selber in Stellung bezogen, um jetzt eben Karriere zu machen, aber es war Bedingung, immer in der Partei schon Karriere gemacht zu haben, und das ist meinem Vater wohl sehr, sehr gut gelungen. Zudem kam hinzu, dass er ein hervorragender Redner war, und das ist eine Gabe, die in der Diktatur. Das fachliche Wissen hat er auch ein sehr gutes fachliches Wissen, aber das ist zweitrangig, wenn das Rednertalent durchkommt. Und es gab jede Woche gab es hunderte von Versammlungen, und er wurde auch als Reichsredner ausgebildet und dann ausgeliehen. Er hat in vielen Städten hat er geredet. Wissen Sie eigentlich zur Karriere ganz, ganz pragmatisch? Hat Ihr Vater da viel verdient als Oberbürgermeister? Ja, das ist auch eine skurrile Geschichte. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die mich dann im Nachhinein so stutzig machen, über die ich jetzt in den letzten Jahren viel nachgedacht habe. Mein Vater ist ja auch für 12 Jahre als Beamter ernannt worden. Das heißt, er wäre bis 1953 Oberbürgermeister gewesen. Ich wusste nicht mal, bis 53. Das heißt, er ist zwar dann im Sommer 43 ist er zur Waffen-SS gegangen, hat aber seine Bezüge noch bekommen. Das heißt, er war eigentlich nur beurlaubt. Und ausgeschieden als Oberbürgermeister ist er eigentlich mit Kriegsende erst, 45. Und deswegen gab es nach dem Kriege, hat er ja einen Prozess auch geführt gegen seine Behörde, um als Beamter wieder anerkannt zu werden. Und diesen Prozess hat er gewonnen. Das war aber nur formal juristisch. Das bedeutet keine moralische Wertung. Er hat gegen seine eigene Behörde einen Prozess geführt und war ganz stolz, dass er diesen Prozess gewonnen hat, und sagte dann noch, du erinnerst dich noch dran, im Altenheim, Mensch, da war er ganz stolz, er hat einen Prozess gegen die Bundesrepublik gewonnen. Wobei die Gehaltsfrage, sozusagen, die du gestellt hast, natürlich in Wutschen nur die eine Seite war. Ja. Denn also es gibt ja eine Riesenzahl von Dokumenten, wie also die gesamte Verwaltung letztlich korrupt war und Ghetto als Instrument von Bereicherung in einer Zeit, wo alles unter Kriegsbedingungen bewirtschaftet war, sozusagen jede Form von Luxus erzielen konnte über die Ausbeutung des Ghettos. Und das spielt eine große Rolle, und da wurden sozusagen ganze Netzwerke bedient damit. Und das ist sozusagen nicht zu unterschätzen als ein zusätzliches Motiv auch hier. Ja, es sind dann auch so Dinge, über die man dann nachdenkt, über die ich dann persönlich natürlich im Einzelfall nicht unbedingt jetzt einen Beweis habe, aber die mich dann stutzig gemacht hat. Meine Mutter hatte nach dem Kriege, was mich als Kind dann etwas stutzig gemacht hatte, zwei Pelzmäntel, obwohl wir ja auf der Flucht waren. Also sind dann so, und sie war dann noch im Krankenhaus, und ich hatte das meinen Geschwistern erzählt, und die hat mir eigentlich erst den Kopf geschüttelt. Also an den einen Pelzmantel erinnerten sich alle, an den anderen Pelzmantel nur ich. Aber nun kann es ja auch gewesen, das war meine Vermutung,
könnte sein, ich habe keine Beweise, aber es gab diese Fälle auch, dass ja die Deutschen, die Volksdeutschen und die Reichsdeutschen sich eben durch die Ghettoverwaltung gut bedienen konnten. Sie konnten ja einkaufen zu günstigen Preisen. Ne? Also das sind einfach Dinge, die auch das Vertrauen gegenüber meinen Eltern untergraben haben. Immer wieder, ich habe nachgefasst, stimmt das, was die da erzählen oder nicht? Also das hat im Grunde auch die Entfremdung herbeigeführt zum Vater und zur Mutter. Ich denke, ein Stück Musik als Abschluss ist auch noch ganz gut zum Gedenken an die Menschen, die eben an diesem Tag heute, vor 70 Jahren, auf den Transport nach Lodz gekommen sind. Und danke Ihnen allen fürs Zuhören. Für das anregende Gespräch und bitte jetzt noch einmal Ilse Montocchi und diesmal auch Alfred Pfleger ans Podium. Und sie spielen die Suite Baik, den ersten Satz von Ernest Bloch.
Herzlichen Dank. Und ich darf Sie jetzt noch zum Abschluss draußen im Foyer zu einem Glas Wein einladen. Vielen Dank fürs Kommen.